Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario RPG. Diesmal sogar mit einem Co-Kommentator mal wieder. Hi Leute. So, im letzten Part haben wir Bowser ins Team gekriegt. Und wir haben den Typen kennengelernt, wo ich den Namen vergessen habe. Gucken wir mal weiter hier in diesem Hotel. Ist noch was versteckt? Blumenpille gefunden. Geil, mehr Blütenpunkte. Könnten wir vielleicht auch mal eine fressen, oder? Ja, komm. Ja. Können wir mal eine Blumenpille die volle Dosis. Er gibt uns einen Blütenpunkt mehr, eine Blumenpille und macht alles wieder voll. Ist richtig geil. Ja, voll high und so. So, Böse heilen wir später. Außer jetzt kommt ein Boss und wir haben Pech. Ah, oh, ne, kommen Bomben. Hi, Bobby. Stirb! Seit wann kannst du Bowser mit ins Team nehmen? Das ist im Spielverlauf jetzt passiert. Leute. Hast du das Spiel noch nicht gespielt? Nein. Ist für mich auch blind. Bob-Omb. Sind das alles eine Bob-Omb oder? Ne, das sind verschiedene, okay, wollte schon sagen. So, stirb. So, Bowser, Final Hit. Oh, die hat's überlebt. Aber wir dürfen nochmal angreifen, warum auch immer. So, diesmal ist sie weg. Ich schien mehr Verteidigung zu haben. Oder ich habe einfach nur Scheiße beim Aktionskommando gebaut. Und wieso kriegt der verfickt nochmal ein Level up? Der ist nicht mal im Team drin. Lül. Die, wenn ich im Kampf sind, werden trotzdem gelevelt. Ja, das ist ja mal geil. In dem HP. Ja, ich versuche mal den. Na doch, kämpfen wir ein bisschen. Wir sind eh unterlevelt. Bisschen Level up tut uns ganz gut. Tja, also das hier wohl unser Kampfpart. So, kämpfen, kämpfen. Das müsste jetzt Part 17 sein. Ja, yeah, weißt du was? Ich darf jetzt in ein Haus einbrechen. Das hat ja jetzt so viel mit unserem Spiel zu tun. Ja, aber mit meinem Spiel sehr viel. Die Fernseher ab. Bam! Boah, Bowser hat echt keine Power gegen Bomben. Aber irgendwie ist Genro immer schneller und darf eine doppelte Runde machen. Ihr habt die Vorderbombe und ist definitiv stärker. Diesmal habe ich den Aktionskommando sicher hingekriegt. Hat man gehört. Ist hier was versteckt? Ist so ein Hummer. Ah, da ist wieder der Typi. Ein Schalter. Was wird das? Schau mal beim Booster Pass nach. Das merken wir uns. So, ist hier was versteckt? Oh Gott. Gut. Ich hab Mister Egg gefunden. Guck mal, iPad. Du bist ein 8-Bit Mario. Ich hab Mister Egg gefunden. Ey, das gibt's tatsächlich in jedem Rollenspiel, Mario, so ein 8-Bit Mario. Haben wir uns jetzt zurückverwandeln hier? Nein, und so? Ne, wir sind 8-Bit Mario, ey, das ist geil. Cooles Easter Egg. Oh, Alter, die dritte Reihe ist echt cool, ey. Achso, und so werden wir wieder normal. Versuch das nochmal. Achso, man muss sich echt weiter nach hinten bewegen. Ah ne, das geht nur einmal, schade. Naja, wir haben's. Ich dachte kurz, hier wäre noch was versteckt. Hi, Shy Guy. Kämpfen wir? Los, lass uns kuscheln. Ah, oh, das ist wieder dieser doofe Clown. Ich hasse den. Voll Porno-Clown, ne? Alter Porno-Clown, dann geh nur Strahl. Los. Feuer! So, und Mario macht einfach den Supersprung, dann hat sich das. Alter, aber diesen. Ich möchte dich darauf nochmal hinweisen, nachdem ich dich fett gespoilert habe, tut mir leid, spielt man jetzt einen neuen Charakter. Okay. So viel sei gesagt. Bam, tot, böser Clown. Ich muss sagen, bis dato gefällt er mir richtig. Also, die blauen Scheigers sind mir viel zu overpowered teilweise. Oh, jetzt gibt's ein kleines Problem, oder? So. Sterbt! Das heißt, stirbt, nicht sterbt. Stirbt. Nee, sterbt. Ich stirb. Sterbt. Bam! Bitch! Ey, bist du böse Sorgen oder was hier? Bam! So, bis jetzt ist der Turm ein ganz nettes Level, finde ich. Ein ganz netter Teil vom Spiel.
Ist zwar ein bisschen eintönig, aber er gefällt mir irgendwie. Fragt mich einfach nicht warum. Es ist einfach dieser, es gefällt mir, obwohl man keinen Grund dafür nennen kann. So, kämpfen wir noch ein bisschen weiter. Alter! Was ist das für ein krankes Ding? Remokorn. Alter, wegstecken kann es auch einiges. Boah, wie geil ist diese Kampftechnik, ey. Ich glaube, das wird auch sofort meine Lieblingswaffe sein im Spiel. Alter, Bowser kann ohne Waffe nichts gegen... Oh Gott, das Ding hat Flammenwand drauf. Fuck it! Kann man, dass das so wenig HP hat? Alter. Oh, 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 oh. Oh, oh, das war nicht schön. Oh, oh, oh. So, weg. HP Max ist eigentlich ganz gut. Bowser ist jetzt nur kurz vom Krepieren. Ja, Mann, das scheint ein Volltreffer gewesen zu sein. Wer ist der Beste? Wer sind die Besten? Ja. Solltest du noch sterben und warum wird das so komisch? So, dieses Ding, der soll direkt sterben. Das macht mir irgendwie Angst. Ich hab keinen Bock, dass es mich angreift. Aufladen, 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 Feuer! Okay, guter Treffer. Hoffentlich reißt der Boxhandschuh aus. Fuck, Fehler. Okay, hat aber ausgereicht. Hat ausgereicht. Ich hab einen Fehler gemacht. Ich hab einen großen Fehler gemacht. Hoffentlich kann der Terror das ausgleichen. Oder Bowser stirbt einfach mal. Super. Ja, Bowser ist einfach mal gestorben. Ja, dann geben wir ihm mal ein Item, dazu kommen wir ja sonst nie. So, munter machen, nachher hat er eh wieder ein HP, dann kann man die munter machen nicht mehr einsetzen. So, nimm das. So, und du stirbst jetzt. So, bam. HP Max, perfekt. Das ist gut. So, wir haben die Konter hingekriegt. Aber dann jetzt Krallenattacke des Todes gegen den blauen Scheiger und nochmal Bubbles angreifen und dann müsste auch der weg sein. So, tut mir leid, dass ich euch jetzt diese langweiligen Kämpfe antue, aber bisschen Training muss sein. So, ab, ab und stirb. Du nervst. Willst du kämpfen? Okay, den muss man echt anreden, damit man gegen ihn kämpft. Das ist lustig. Danach sollten wir alle drei Sniffs besiegt haben. Gab ja mehrere von den Sniffs, eigentlich ja genau drei. Den einen haben wir ja hinterm Vorhang gefunden. Okay, haben wir nicht davon getötet gekriegt. Das müsste dann eigentlich der letzte sein. Die sind echt stark, diese schwarzen Sniffs. Naja, aber auch die sind tot und kein Problem gewesen. Weiter geht's. Fina, okay, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr zu kämpfen, das sage ich. Alter, wie viele sind das? So, als allererst muss der Stab dran glauben. So, und jetzt eine Bombe. Bam. So, ja, ich kann noch Terror einsetzen, okay, geil. Steuerkreuz rotieren. Ja, mach ich. Schaden und sie müssen jetzt... Ja, Schaden kriegen. Du stirbst. So. Na, Bombs sind eher lästigere Gegner, dass sie auf den Massen auftauchen. Und ein Level-Up für Bowser. Perfekt. Ja, Bowser ist eigentlich unsere Kampfmaschine. Dem geben wir Angriff dazu. Ah, Hinterhalt. Oh, das ist nur die kleine Bombenfrei. Die müssen wir mit einer Runde besiegt kriegen. Bombs sind ja auch noch so toll langsam. Bam! Gefistet hier. Oh! Egal, wir haben die Konter hingekriegt. Das ist dann kein Problem mehr. Und einen Mundermacher haben wir halt, den wir gar nicht gebrauchen können. Weil wir einfach so selten im Kampf selbst down gehen. Was ist das hier? Naja, wir haben auch ein paar Superpilze und wir sollten mal den Ahornsee und Almresten. Wir haben einfach zu viel von dem Zeug in meiner Ball und zu viel Geld. Und Speicherblock. Ist jetzt ein Bosskampf vielleicht dran? Ist iPad Flapper im Bosskampf dabei, obwohl er fast gar nicht redet? Ja, weil ich gerade fasziniert daran bin, was da jetzt gerade abgeht.
Betrachte Boosters Vorfahren vom Ältesten zum Jüngsten. So, und hier scheint Schlüssel benötigt. Okay. Hier ist Booster. Wenn das richtig aussieht, scheint er noch zwei Söhne zu haben. Na, hier geht's noch mal weiter. Komplizierte Sprünge. Ganz komische Sprünge hier. Und da ist ein Trump. Ich weiß jetzt, wie das. Das weiß ich. Ach so, warte, ist noch eine Kiste. Hier nicht zu vorschnell handeln, Leute. So, was war das für? Ach so, Max HP, oder? Das war so ein Max HP Pilz. Ah, fuck, runtergefallen. Okay, und los geht's. Hui. Oh, ja, das hier kennen wir ja noch aus dem Intro. Aber ich bin runtergefallen. Und wieder hoch. Warte, hier ist doch was versteckt. Ja, es war ja klar, grüne Münze. Geil. Achso. Jetzt noch da. Jump Run Action hier. Warte, da ist doch bestimmt was versteckt, oder? Froschmünze gefunden, war doch klar. Ist überall Zeugs versteckt, ey. So, auf dem blauen Teil ist doch bestimmt auch noch was. Alter, dieser Raum hier, da solltet ihr echt ein bisschen zweimal gucken. Naja, das hätte man aber doch denken können, dass hier was versteckt ist. Aber egal. Na gut, gehen wir weiter. Froschmünze? Es macht mich stutzig, dass ich alles hier so flüssig bei dir sehe. Ach so? Oh, fuck, sind die Dinger schnell. Oh, Böse, machen die aber keinen Schaden. Sauger. Alter, wieso heißt eine Flammenattacke Sauger? Fuck, das war ein Fehler beim Aktionskommando. Ja, es war klar, dass das dann daneben geht. Bam. Oh, One-Hit. Mann, die haben echt keine Verteidigung. Also, die Dinger sind schwach. Erst haben wir hier noch die Froschmünzen. Die normalen Münzen sind jetzt mal egal. Ach so, die verstecken sich hier überall. Ich will die Froschmünzen haben. Alter, die Dinger sind viel zu schnell. Wieso heißt die Feuerattacke Sauger? Das ergibt für mich keinen Sinn. Wieso krieg ich das Aktionskommando bei denen nicht hin? Die Attacke einfach keine Wirkung oder was? Nö, ich krieg das Aktionskommando nicht mehr. Nicht ja ganz toll. Ja, dreimal, super. Das Aktionskommando jetzt kaputt. Also das ist doch eigentlich so einfach. Boah, Bosa, man auch so 30 Schaden, einfach mal so. So, diesmal. Victor. Lucky, ja, das habe ich mir aber auch verdient. Hab. Alter, das Aktionskommando ist ganz komisch bei den Gegnern. Irgendwie scheint es da anders zu sein. So, 6 Erfahrungspunkte, das kennen wir. Hier. Nein! Oh, ich wollte. Okay, das war Glück, ich wollte eigentlich jetzt den rechten nehmen. Geil, 12 Erfahrungspunkte. Und ein Level Up für Geno, super. Ja, mal wieder HP dazu, so. Verdammt! Alles voller Gegner hier. Die auch noch Erstschlag haben und übelst overpowered sind. Die haben nur keine HP und keine Verteidigung. Das ist alles. So. Also merkt euch, wenn ihr das Aktionskommando richtig macht, habt ihr auch einen 100%igen Treffer. Verdammt. Aber trotzdem noch gereicht für einen Treffer. So. Na ja, gut, riskieren wir es nochmal. Verdammt. Naja, kann vorkommen. So, Froschmünze her. Und da ist der Schlüssel. Okay, also wir werden noch ein bisschen in dem Raum hier bleiben. Ich werde den Schlüssel haben. Da muss ich schon den Part beenden. Dann gibt es wahrscheinlich den Raum mit dem Schlüssel erst im nächsten Part, Leute. Das tut mir dann leid. Und dieser eine Strahl, der macht mir viel zu viel Schaden. Ach, ich krieg das Aktionskommando nicht mehr gebacken. Frag mich einfach nicht, warum. Ich keine Ahnung. Damit. Alter! Sind hier überall. Böser macht es nicht mehr lang.
Okay. Also Bowser ist uns kurz vom Krepieren, Leute. Alter! Dummes Aktionskommando, wieso geht es nicht mehr? Ja, ist klar! Was ist mit dem Jagdsauger? Alter, was ist mit dem Aktionskommando los? Ich drücke immer noch wie immer. Ich drücke wie immer. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Aktionskommando los ist. So, Bowser kriegt jetzt einen Pilz zu fressen. Ja, komm, Mario auch. So, was ist hier? Kettenhunde. Na gut, die besiegen wir dann im nächsten Part, Leute. Also, haut rein, wir sehen uns dann beim nächsten Part. Tschüss.